Hey, was geht ab, meine Battlefield-Freunde? Hier ist euer Swishy und es gibt richtig coole News zu Battlefield 2042 und der Ported Editor ist bereits online. Ja, richtig, direkt wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr sofort im Porte schon ein bisschen rumbasteln. Wie das Ganze funktioniert, was alles einstellbar ist und vieles weitere schauen wir uns nun gemeinsam live an und gucken einmal, was der Ported Editor zu bieten hat und was wir schon machen können. Alles weitere natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Ja, Freunde, da sind wir nun im Battlefield Portal. Und die Internetseite ist ganz normal online, also wir sehen hier reviewportalbattlefield.com/experience. Heißt, das Ganze ist wahrscheinlich auf der Basis des Capture-Events stattgefunden, was jetzt gerade aktuell stattfindet, eben für Content-Creator, die eben EA Game Changer sind oder Co. Und wir haben bereits jetzt die Möglichkeit, darauf zu gehen. Das hat jeder von euch, ihr meldet euch mit eurem EA-Account an und ihr könnt euch eben schon mal ein bisschen anschauen, was man hier machen kann. Wir sehen direkt Battlefield 1942, Bad Company 2 und Battlefield 3. Wir haben hier zum Beispiel Conquest Large, Conquest, Rush, Custom und vieles weiteres. Gehen wir zum Beispiel auf Bad Company 2, können wir hier zum Beispiel schon auswählen Rush, Map Rotation, können eben hier diese ganzen Maps auswählen, das sind jetzt eben alle Maps. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Valparaiso und eben Battle of the Bulge und vieles weiteres. Dann können wir Game Mode Details auswählen, die maximale Spieleranzahl zum Beispiel 128, Squad Spawn Type hätten wir hier und vieles weiteres. Das hatte ich ja schon mal zum Beispiel erklärt. Und hier sind halt eben diese ganzen Modifikationen. Wir können zum Beispiel Friendly Fire an- ausmachen. Wir können hier Extreme Weather Events anschalten. Also es ist wirklich alles bereits schon möglich. Und auch hier im Soldier können wir Instant Death auswählen. Und. Also wirklich, wir können uns hier komplett austoben. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir wollen eben, dass der Vehicle Spawn Delay bei 100 ist. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen nur im Menü das Ganze abrufbar machen, auf der Map spawnen. Wir können einstellen, dass sich die Fahrzeuge regenerieren und. Also es ist wirklich alles einstellbar bereits jetzt schon. Man kann sich hier einfach mal durchklicken und sich das Ganze mal angucken und hier schon mal ein paar Einstellungen machen. Ich finde es halt relativ interessant, dass man das jetzt bereits schon machen kann, bevor das Spiel überhaupt online ist. Und wir können hier zum Beispiel sagen, hey, wir wollen zum Beispiel Team 1 haben, das wäre jetzt in dem Fall Bad Company 2, was ich eben ausgewählt habe. Und wir wollen zum Beispiel dann gegen Battlefield 3 Soldaten kämpfen. Aber hier ist wichtig, wir können nur auswählen, dass wir eben gegen ein Team kämpfen möchten. Wir können auch zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Battlefield Bad Company 2 gegen Bad Company 2 spielen. Das geht auch gegen 1942, ist alles machbar. Und wir können auch hier die Characters auswählen. Wir können zum Beispiel sagen, hey, wir sind jetzt gerade, wollen wir die russische Fraktion haben, wir wollen die USA-Fraktion haben oder auch hier. Hier kann man zum Beispiel Deutschland sagen, UK, US. Und wir können wirklich hier komplett rumfummeln. Wir können sagen, welche Waffen drin sein sollen. Wir können sagen, welche zum Beispiel nicht drin sein sollen. Wir können die ausschalten. Wir können Attachments einstellen. Vehicles, wir können zum Beispiel sagen, keine Helikopter und Gadgets. Also ihr könnt euch wirklich mal komplett hier durchklicken und bereits eure eigenen Sachen erstellen. Und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir können das ausprobieren, wir können es hier schon unsere Spielmodi einstellen und das Ganze sogar schon abspeichern und dann zum Release loslegen. Also die Seite, wo ihr das Ganze machen könnt und wo ihr das Ganze testen könnt, ist in der Beschreibung verlinkt. Gerne mal reinschauen, schon mal bereits eure Portal-Server erstellen und dann können wir uns das Ganze gemeinsam schon mal anschauen, was wir auch gerade getan haben und ihr könnt euch das auch mal selber anschauen. Was sagst du dazu? Wirst du bereits schon mal in Battlefield Portal reinschauen und das Ganze schon mal ein bisschen testweise erstellen oder sagst du, ich warte bis zum völligen Release? Schreib's mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns Freitag im Battlefield, euer Swishy.